Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen 15 Minuten Get in Shape Workout. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 28 Tage Get in Shape Challenge. Die gesamte Challenge, alle Informationen und den kostenlosen Trainingsplan findet ihr wie immer auf meiner Website. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, vergesst es nicht, einen Daumen hoch dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Du brauchst für dieses Workout kein Equipment außer eine Matte. Wir bauen im ersten Durchgang Übungen durch, die unsere Fettverbrennung ordentlich ankurbeln und unseren Herzschlag ein bisschen nach oben treiben. Im zweiten Durchgang switchen wir dann zu Kraftübungen. Keine Sorge, ich habe natürlich wieder an die einfacheren Alternativen gedacht. Wir starten mit der ersten Übung. Acht darauf, deinen Bauch auf Spannung zu halten und deine Schultern beim Boxen mitzunehmen. Hab Spaß, genieß die Zeit und versuch dein Allerbestes zu geben. Es gibt noch keine einfachere Variante, also versuch wirklich dein Bestes zu geben. Du schaffst es. Sehr gut, wir sind schon über der Hälfte. Bau Spannung im Bauch auf, Lächeln nicht vergessen und komm schon. Sehr gut und absetzen, super. Für die nächste Übung kombinieren wir Twist-Steps mit Low-Kicks. Nimm deinen Oberkörper mit und versuch in der Beugung zu landen. Dein Bauch ist während der gesamten 40 Sekunden auf Spannung. 3, 2, 1, go! Wir wechseln in 3, 2, 1, jetzt zu den Low Kicks. Fall nicht ins Hohlkreuz, sondern acht drauf, Erhaltung zu bewahren und deinen Bauch auf Spannung zu halten. Sehr gut und absetzen. Kurz durchatmen. Für die nächste Übung komm in den diagonalen Ausfallschritt nach hinten und nimm deine Arme gestreckt nach oben mit. Dein vorderes Knie bildet mit deiner Fußspitze eine schöne gerade Linie und dein Bauch ist idealerweise permanent auf Spannung. Wenn dir die Sprünge zu anspruchsvoll sind, findest du auf der rechten Seite die einfachere Ausführung ohne Sprünge eingeblendet. Act like we are 22 right now. Just let go, lose control. Play songs on the radio too loud. Komm schon, wir haben die letzten 15 Sekunden, ganz egal für welche Variante du die entschieden hast. Bleib dran, hol nochmal alles raus. Absetzen, super, sehr, sehr gut. Komm für die nächste Übung auf die Matte. Deine Handgelenke bilden mit deinen Schultern eine schöne gerade Linie und dein Bauch ist permanent auf Spannung sowie dein Rücken gerade. Für 20 Sekunden machen wir Mountain Climbers, indem du dein Knie so schnell wie möglich und so weit wie nur möglich zur Brust anziehst. Nach 20 Sekunden wechseln wir zu den Plank Jacks. Wie immer findest du auf der rechten Seite wieder die einfachere Variante eingeblendet. We've been longing to escape and here we are, driving narrow streets. Und wir wechseln in 3, 2, 1, jetzt zu den Plank Jacks. Genau, komm schon, hol alles raus, bau Spannung im Bauch auf und acht darauf, dass deine Halswirbelsäule mit deiner Lendenwirbelsäule in einer schönen geraden Linie ist. Die letzten 10 Sekunden. Yeah, you are the one who makes me feel as good. 3, 2, 1. Und absetzen, super. Kurz durchatmen, bevor wir weitermachen. Die nächste Übung trainiert nicht nur unseren gesamten Unterkörper, sondern auch unsere seitliche Bauchmuskulatur. Stell die Schulter breit auf die Matte und drück deine Knie aktiv, wenn du im Squat angekommen bist, nach außen. Beim nach oben kommen, bau einen diagonalen Crunch ein. Acht drauf,
deinen Bauch auf Spannung zu halten und die Übung langsam und kontrolliert auszuführen. Und wir sind schon über der Hälfte. Bleib dran, bleib im Flow, gib nicht auf. Komm schon. Sehr gut, yes. Kurz durchatmen, bis wir weitermachen mit der nächsten Übung. Die kommende Übung ist wieder eine Kombinationsübung aus Feet Tap und High Knees. Nach 20 Sekunden wechseln wir, dein Bauch bleibt unbedingt auf Spannung und versucht die kommenden 40 Sekunden nochmal so richtig Gas zu geben. Wenn du eine einfachere Ausführung brauchst, findest du wie immer rechts die Alternative eingeblendet. Lächeln nicht vergessen und mit vollem Speed alles rausholen, was du an Kraft nur zur Verfügung hast. Und wir wechseln jetzt zu den High Knees. Zieh deine Knie so hoch wie möglich an und bau Speed auf. Und absetzen. Sehr gut. Gut gemacht. 20 Sekunden Pause, bis die letzte Cardio-Übung vor uns liegt. Shuffle Crunch. Ist eigentlich echt ein geiler Name, oder? Mach kleine seitliche Schritte entlang deiner Matte. Am Ende komm in den diagonalen Crunch und wechsel dann zur anderen Seite. Wenn du das Gefühl hast, eine längere Pause zu brauchen, dann nimm sie dir und steig einfach dann wieder ein, wenn du dich bereit fühlst. Komm schon, wir sind bei der Hälfte. Bau nochmal Speed auf. Du schaffst es. The road never ends. It's me and my friends. These are the good times. And die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Yes, sehr gut. Der erste Durchgang ist geschafft. Die kommenden 8 Übungen konzentrieren sich jetzt ganz gezielt darauf, deinen gesamten Körper auf Spannung zu bringen und deine Muskeln anzusteuern, um den Körper in Form zu bringen. Komm für die nächste Übung in die tiefe Kniebeuge. Beim nach oben kommen, heb deine Fersen langsam und gezielt an, halt kurz und komm dann wieder nach unten. Um deine Gesäßmuskulatur anzusteuern, verlager dein Gewicht nach hinten und drück deine Knie am untersten Punkt nochmal aktiv nach außen. I'm just gonna catch you. Halfway there. Und wir haben die letzten 10 Sekunden. Komm schon. Sehr gut. Absetzen. Wir kümmern uns mit der nächsten Übung um eine schöne Definition im Oberkörper. 20 Sekunden Liegestütz und zwar mit dem Fokus darauf, langsam nach unten abzusenken. Drück die dann in der liegenden Position wieder hoch. Halt deine Ellbogen so nah wie möglich am Körper. Wenn du deine Knie auf der Matte absetzt, ist die Übung einfacher. Komm schon, drück die hoch, bau Spannung im Bauch auf. Wir wechseln gleich zur Shoulder Touch. Und wir wechseln jetzt zur Shoulder Touch. Auch wenn es nicht einfach ist, versuch dein Becken stabil zu halten und nicht zu sehr nach rechts und links zu schwanken. Das macht die Übung so intensiv und beansprucht so auch nochmal deinen gesamten Körper. 3, 2, 1. Sehr gut, super. Zeit wird's, dass wir uns um einen schönen runden Po kümmern. Komm in den Side Lunge und wechsel mit der Kraft aus deinem Gesäßmuskel von rechts nach links. Wenn du die Spannung im Po spürst, dann bist du richtig. 3, 2, 1, go!
schon bei der Hälfte. Achte nochmal drauf, deinen Oberkörper gerade zu halten und beide Fersen unbedingt auf der Matte zu lassen. Sehr gut. Und weil es gerade so schön war, machen wir weiter mit Reverse Lunges und Kickbacks. Drück die aus deiner vorderen Ferse hoch und heb dein Bein ganz gezielt nach hinten an. Je weniger du im Schwung arbeitest, desto besser und effektiver ist die Übung. Halt deinen Bauch unbedingt auf Spannung und achte besonders im oberen Rücken auf eine gerade Haltung. Wahrscheinlich kämpfst du jetzt genauso wie ich, aber gemeinsam schaffen wir das. Du hast ein Ziel, du fokussierst dich drauf und du gibst nicht auf. Wir sind bei den letzten 10 Sekunden, komm schon. Sehr gut, 20 Sekunden Pause, bis wir uns um die linke Seite kümmern. Es soll ja alles schön gleichmäßig verteilt werden. Acht auch hier wieder auf die Spannung im Rumpf und konzentriere dich ganz gezielt auf die Kontraktion im Gesäßmuskel. Wir haben nach dieser Übung nur 3 Übungen. Halt durch, du schaffst es. Komm schon. Go. Auch wenn der Kopf jetzt vielleicht schon müde ist, der Körper kann so viel. Halt durch. Wir haben die letzten 10 Sekunden. Komm schon. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. 3 Übungen noch, bis du es geschafft hast. Mit der nächsten Übung trainieren wir unsere gesamte Bauchmuskulatur, besonders auch die unteren Bauchmuskeln. Press deinen unteren Rücken gezielt auf die Matte und streck deine Beine so gut wie du kannst, komplett durch. Go! Hälfte, komm schon. Hol nochmal alles raus, dein unterer Rücken bleibt auf der Matte. Lächeln nicht vergessen, wir sind schon beim Endspurt. Halt durch. Gut gemacht, sehr, sehr gut. Wir bleiben auf der Matte und kombinieren eine Übung für unsere Oberschenkelrückseite und für unseren Gesäßmuskel. Drück dein Becken aktiv nach oben, aber überstrecke es nicht. Am besten spannst du deinen Bauch gezielt an und konzentrierst dich wieder darauf, Spannung in den Muskeln aufzubauen. Wir sind bei der vorletzten Übung. Und wir wechseln jetzt zu Pulsing Glute Bridge. Press dein Becken langsam und mit kleinen pulsierenden Bewegungen nach oben, um Spannung im Gesäßmuskel aufzubauen. Sehr gut. Endspurt. Wir sind bei der letzten Übung für dieses Workout. 4 Wiederholungen Kommandos und 2-mal Mountain bzw. Spider Climber. Dein Becken bleibt stabil, dein Bauch auf Spannung und deine Wirbelsäule bildet eine gerade Linie. Schieb bei den Spider Climbers dein Becken gezielt nach unten und bau nochmal komplette Spannung auf. Auch wenn du das Gefühl hast, dass nichts mehr geht. Dein Körper kann so viel mehr, als wir oftmals glauben. Bau nochmal Speed auf und gib die letzten Sekunden nochmal dein Allerbestes. And you know that you can't take another day.
halfway there. Wir haben die letzten 4, 3, 2, 1, absetzen. Yes, sehr, sehr gut. Gratuliere. Ich hoffe, es hat dir wie immer genauso Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich natürlich über deinen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du am Laufenden bleiben möchtest. Und für Videowünsche oder sonstige Wünsche wie Workout-Videos, schreib mir gerne in die Kommentare.